So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir die Siegelstraße soweit beendet und wer sich die letzten Trainer jetzt angeguckt hat, was da nicht so viele waren, hat gemerkt, dass ich unglaublich viel trainiert habe. Das Video war an sich 3 Stunden lang, das habe ich auf 20 Minuten ungefähr runtergequetscht. Es war so eine Heidenarbeit. Es war so nervig. Ich habe währenddessen auch mit einem netten Kollegen geskypt. Nochmal vielen Dank an Masel15. Den werde ich schon mal verlinken. Guckt euch an, er ist auch ein Let's Player. Auch schon gutes Beispiel dabei. Eventuell habt ihr Tipps für ihn, eventuell mögt ihn. Wir werden bestimmt noch irgendwas zusammen machen. Bei der Zeit, sofern wir sie haben. Entschuldigung gerade für diesen Sound. Und ja, hat mich auf jeden Fall durchbegleitet und jetzt können wir uns bei Team angucken, für die, die da nicht so mitgeguckt haben. Also hier sehen wir schon, den Christian habe ich jetzt nicht trainiert, weil ich habe einfach keinen Ort, wo ich den trainieren kann. Das ist so hart schwer. Dann habe ich hier noch Jen 52, Jamie 52, Katori 52, Wolfie 52 und Elitress 52. Ich denke sogar mit ihr eigentlich am schnellsten, aber vor allem, alter Kato, der Bird hat einfach alles um ihr nietet, was in seinen Weg kam. Das war so übel. Oh ja, Kato, bist ein mächtiger Gefährte. Aber Christian, ich muss auch sagen, Christian wäre auch nur für die erste Top 4 gut gewesen, von daher, für den ersten Top 4, von daher kann man das so verkraften und ich glaube, das wäre schon schaffen. Auf jeden Fall mache ich erstmal das Rätselhaus, das habe ich total verplant. Das kann man ja auch noch machen, das gehört auch irgendwie zum Spiel dazu, ist was Nettes, von daher machen wir es einfach noch die nächsten Parts. Du bist beobachtet. Ja, da Pflanze. Ich weiß nur nicht, welche Farben ich brauche. Mal sehen. Wo wusstest du, dass ich mich hier hinter dem Baum verstecke? Gerade clever. Ja, du bist hier, um ein Rätsel aus zu verlieren, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt wieder in die Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Oh ja. Er ist wie ein legendäres Pokémon. Er teleportiert sich einfach weg, wenn er keinen Bock mehr hat. So, wir haben hier. Stimmt, wir haben hier nicht immer irgendwelche TMVM-Sachen, die wir brauchen, sondern manchmal ist das hier einfach mit Löchern. Und ich glaube, die müssen welche Schalter aktivieren, damit sich die Löcher schließen. Yep, so war das. Das heißt, wir müssen jetzt zwangsweise wieder gegen alles kämpfen, was sich uns nähert. Jo. Oh, du fandest das Rätsel auch schon zum zweiten Mal heraus. Was? Ich habe erst das einmal gemacht? Ach du Scheiße, fehlt nur viel. Oh, Leute, das werden die nächsten Parts, aber sowas von. Oh, Lord, das ist aber jetzt gerade echt scheißen. Oi, Lord, ey, oi, Lord. Na gut, kann Christian ein bisschen trainieren an Level 15 Pokémon, ne? Das Problem ist, dass Christian keine gute Kampfattacke hat. Sowas wie Mashok hätte mir wesentlich mehr zugesagt. Mashok kann zum Beispiel Karate-Schlag. Ist eine gute Kampfattacke und Mashok ist auch wesentlich schneller als Hariyama. Hariyama Gold hat mehr Stärke und mehr Verteidigung, aber dennoch. Und Überwurf ist halt so eine Kampfattacke, die ist stark, aber dadurch fängst du immer als zweites an. Auf der Siegestraße kriegt dann der Chef dann von Matopom einfach ordentlich aufs Gesicht. Andere Hariyamas fangen dann zuerst an mit Wirbelwind oder so. Stoirox und so können auch nochmal ordentlich verteilen. Und Golbats werden ja sowieso der Tod für ihn. Und diese Viecher waren so goddamn nervig, alter Falter. So, jo, das war's mit Jürgen. Du bist auch im Game so gut. Ah, das erinnert mich an etwas, das kann ich erzählen aus meinem Leben. Das ist nichts wirklich krasses. Ich bin ja damals auch halt Oberschule, war nochmal neu, ein paar neue Leute nach einer Zeit kennengelernt. Und da kannte ich wen, der ist Marvin. Und mit dem habe ich halt in der Schule so halt ein bisschen mal was gemacht, weil wir haben immer so zusammen ein bisschen rumgeblödet im Unterricht und war lustig. Und davon bin ich halt ihn besuchen gegangen bei seinem Elternhaus. Und dann bin ich hingegangen, hat er mir seinen Vater vorgestellt. Und das sah so aus. Exo Jörg. Und ich dann gleich so instant, hi Jürgen. Total verkackt. Er hat mich nur bescheuert angeguckt, gemeint, was bin ich denn für ein Fatzke? Okay, ich verstehe es, das war nicht gerade eine sehr intelligente Leistung, aber nun gut, was will man machen? Welches Alter schießt welches Loch? Natürlich hat er mich nicht Exo genannt, aber mein wahrer Name bleibt noch ein Mysterium. Bin ich ihn irgendwann mal querbeet einfach nehmen, aber bis dahin möchte ich das Synonym Exo, bzw. den Synonym Exo behalten. Weil mir der Name wirklich wichtig ist und gefällt. Ich meine, andere Let's Player, liebe Suichu Maru zum Beispiel, der wird ja auch jetzt ziemlich auf den Chris angesprochen. Und ich weiß nicht, so ein Nickname zu haben, nach diesem Kampf bin ich nur noch verwirrter. Weiß nicht, so ein Nickname hat man ja nicht umsonst gemacht, von da kann mich auch ruhig mit dem Nickname ansprechen. Und ich mag auch mein Nickname mehr als meinen richtigen Namen. Inzwischen habe ich meinen richtigen Namen zwar ganz gern, also nicht so wie damals. Ich habe den Namen einfach nicht toll gefunden, aber nun gut, hat sich mit der Zeit geändert. Ich bin ganz froh über den Namen und ja. Hi. Eines Tages gründe ich meine eigene Arena und hier studiere ich die Fallen. Also, Namen, wo ich mir denke, gut, ich werde jetzt niemanden persönlich angreifen, aber wie ich niemals heißen möchte, keine Ahnung, welchen Mädchen wäre. Helga, Grunhilde, Brunhilde zum Beispiel. Ist ja beides gleich, Grunhilde, Brunhilde.
Bettina und so. Das war, seht ihr? Mini intelligente Aktion. Namentlich haben wir, keine Ahnung, als Junge, Horst. Oh, so ein ganz schlimmer Name. Nee, kann ich vielleicht sein. Walter ist auch nicht so. Okay, der Walter kann sogar echt cool sein. Aber nein, an sich muss der echt nicht sein. Und jetzt kriege ich Schaden durch Ekelsamen. Nein! Ich habe Schaden bekommen. Chris, wow, what the fuck? 21 ist schon echt ein guter Schadensansatz. Oh ja, Ekelsamen. Erinnert mich übrigens an die fünfte Gen. Die hat ja nicht so viele Liebhaber gefunden wie andere Gens davor. Wie dem Design. Ich habe das Kämpfen nicht gut genug studiert. Und ich verstehe es. Ich meine, es gibt viele Pokémon, die eigentlich sogar ganz cool sind, wenn sie richtig gespielt werden. Zum Beispiel Skelabra ist ein ziemlich mächtiges Pokémon, wie ich finde. Ich meine jetzt auch nicht die ganzen legendären oder DLC-Pokémon. Eins der Pokémon, die ich ganz gut fand, waren zum Beispiel Elfun. Das war aber jetzt für mich eigentlich so, dass viel einfach das total raufhaut. Finde die Schriftrolle. Also es hat halt diese Fähigkeit mit Strolch und dadurch kann es mit Statusattacken zuerst angreifen. Und das war halt bei mir mal so, Sekunde. Esson hat den geheimen Code auf die Tür geschrieben. Rätselmeister ist gewieft. Oh ja. Klar ist er das. Da so, jetzt lese ich schon mal kurz den Dialog vor. Du hast mich gefunden? Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebaut, dir das Labyrinth anzulegen. Du bist meine Größe fast ebenbürtig, bis auf 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Gut, du hast diese Belohnung verdient. Timerball. Hätte ich mal früher machen sollen, das hätte mir so eventuell geholfen. Putzi, das ist gefährliche Grinsen von der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation fertig habe. Nochmal kurz zum Erwähnen, also diese Punkte zeigen, wie oft wir die noch machen können. Danach. Und man kann ihn immer dann halt neu machen, wenn man eine weitere Arena geschafft hat. Das heißt, nach dem 8. ist das letzte Mal hier. Hätte ich mal davor machen sollen. Eine Schriftrolle. Ja, sonst kann man halt nicht rein. Ja. Ist ein nettes Feature auf jeden Fall. Und wir machen gleich weiter. So, mal sehen. Ah, Schrank. Lalalala. Jetzt kommt wieder der Text, was Kribbel sich in den Kommode versteckt hat. Ah, Kommode, nicht Schrank. Oh Mann. Und dadurch habe ich dann halt folgende Attackenkugel. Also einmal Stachelspore halt für Bedepunkte an sich. Habe ich noch solche Toxin gegeben. Was halt. Wolf kann immer noch dazu machen. Sehr gut. Habe ich halt gemacht. Was habe ich jetzt gemacht? Richtig, Giftpuder für Kämpfe. Dazu halt noch Ekelsamen und als Angriffsattacke halt Ligasauger mit AP Tops und so hochgezogen, weil in Kämpfen Ekelsamen zieht KP ab, Toxin zieht KP ab und Ligasauger zieht auch KP ab und Ekelsamen und Ligasauger fügt halt die KP hinzu. Also er war, fand ich großartig für Kämpfe. Vor allem halt, habe ich bei meinem letzten Spielstand, wo ich halt Elfun hatte, das war Pokémon Black, also schwarz, und habe dort. Oh, es war schon. Ich habe eh schon Probleme und dann musst du mich auch noch besiegen. Pfui! Vor allem dann halt zum Beispiel bei dem letzten. Ich war sehr unterlevelt, muss ich sagen. Also im Verhältnis war ich sehr unterlevelt. Wenn ich jetzt mal so sagen darf. Kevin, okay, dich. Jo, ich verstehe es nicht. Was macht einer so einem bizarren Haus? Cool sein. Und dann kam zum Beispiel das Trikepalo und das hat mir Probleme bereitet, leider. Ich muss mir überlegen, ich war irgendwie 7 Level niedriger oder so. Wunderbar durchgekommen. Elfun ist ja echt geil. Elfun halt immer mit so Giftpuder und Ege. Also zuerst halt Ekelsamen, dann Giftpuder und selbst wenn es dann besiegt wurde. Das ist jetzt kacke, egal. Hat halt mit Giftpuder hat alles wunderbar funktioniert. Dann hast du einfach ein paar Runden halt ausgeharrt, deine eigenen Werte kurz geboostet und dann halt einen Angriff gelandet, der halt Palo umgenockt hat, damit er keine Tränke verbindet. Und dann hast du halt ein Vieh, was gute Werte hatte, also gute Steps. Und das war's. Das war also, war schon cool. Also Elfun ist auch einer meiner Lieblinge geworden. Habe ich ja der erste Spiel entdeckt, war halt erst auf meinem letzten einzigen One. Jojo. Lebensulat. Ist mir übrigens auch gefallen, Pokémon City Dungeons sind so Lebensulat und sowas eigentlich total schlimm, wenn du das falsche Pokémon hast, ne? Das geht auf keine Kuhhaut. Zurzeit Let's Play ist ja der liebe Suishimaru und das Let's Play finde ich wundervoll. Er hat mich schön an meine Kindheit zurück. Nostalgie pur. Genieße jeden Part, auch wenn sich Chris teilweise echt für seinen ersten Run doof anstellt. Ist der erste Run, aber ich muss sagen, selbst ich hatte da schon schneller Kraft als er. Aber es ist nicht schlimm, es gefällt mir sehr, ich fühle mich sehr unterhalten dabei. Und ja, also wir können auch mal da vorbeischauen. Ich weiß, du schon mal, kennst du schon viele, ich verlinke ihn dennoch einfach, weil ich ihn erwähnt habe. Andere Lancelot, ich stehe es wieder nicht, wie konnte ich jetzt verlieren? Und ja, ist schon sehr cool. Halt, stopp, pfui.
Ah, ich verstehe. Moment. Ja, das ist ja jetzt einfach. Yay! Das ist völlig schriftlich. Ich kann mich an den Raum hier gar nicht mehr erinnern, muss ich mal sagen. Wow, habe ich das so schnell ausgeblendet? Halleluja. Erstmal, das war jetzt aber auch schon länger her, muss ich sagen. So, dann holen wir uns mal die Items. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Pff, kannst du haben, ist mir egal. Warum ist Dungeon schon allgemein? Ist ein unglaublich tolles Spiel. Mich würde mal interessieren, was für Starter habt ihr denn alle gehabt? Ich möchte das noch nicht verraten. Das hat so seine Gründe. Man kann sich zwar nicht wieder denken, aber für die, die nicht so hinterherkommen mit dem Denken, hi Flori, war ein Scherz. Den sage ich aber dennoch nicht. Einfach so, um zu sparen. Ich weiß nur nicht, wann. Wann ist immer so eine Frage. Also, ich kann euch sagen, Pokémon Steel Dungeon hat sich jetzt meiner Meinung nach auch schon echt hingezogen. Es wird mal Zeit, dass ich es beende. Und ich habe auf jeden Fall schon die letzten Let's Plays gut durchgeplant. Ich nehme ja auch sehr viel privat auf. Das erklärt auch, warum Pokémon nicht so oft kam. Du bist furchtbar, weil ich dann einfach andere Spiele mehr Lust hatte zwischenzeitlich. Nicht, dass ich nur Pokémon zocke. Einfach dann die Abwechslung vorhanden ist. Und ja, muss sagen, ist ganz cool, wie ich das hier so alles mache. Von daher habe ich schon eine gute Anzahl an Projekten noch auf der Platte, was alles kommt. Also ich bin für, was Projekte angeht, für die nächsten Zeiten gut versorgt. Frage ist nur, ob ich halt jetzt immer wieder zu einem Stück hochlade oder... Fuck, ich bin bescheuert. Toll. Ob ich immer noch zwei Projekte am Stück mache oder nicht, ist halt immer die Frage. Komme ich jetzt überhaupt noch durch? Ha, ihr seid so lustig. Moment, komm. Rätselmeister hat hier nicht zu. Nein! Moment, so. Jetzt aber! Das war jetzt nicht wirklich schwer. So. Rätselmeister ist gefragt. Darüber lässt sich streiten. Wie gesagt, ich habe viele Projekte. Gefallen mir auch alle echt gut, muss ich sagen. Wenn ich mal so über mein Let's Play Zeit nachdenke. Das einzige Projekt, was mir wirklich bis jetzt dato nicht gefallen hat, also am wenigsten gefällt hat, war wirklich mein Castlevania 4. Das war ja vom Commentary her so unfassbar schlecht. So unglaublich schlecht. Ich schäme mich im Grund und Boden. Ich lasse es ja noch drin. Ich meine, ich kenne andere Let's Player, die entfernen Let's Plays, die nicht gefallen, aber daran sieht man halt, wie ein Let's Player wächst. Und ja, eventuell ist es sogar für manche unterhaltsam gewesen und unterhält sogar manche noch bis heute. Finde ich total erstaunlich. Ich selber würde sagen, es ist nicht gut, würde ich auch keinem empfehlen, aber wenn es anderen gefällt, freut es natürlich sehr. So, wo ist er jetzt? Du wirst beobachtet. Ich habe dich gesehen, ich rate. Bist du hier? Nein. Hier? Nein. Fenster? Das, wo wusstest du, dass ich mich über den Fenster versteckt hatte? Clever. Wie auch immer er ihn gesehen hat. Du bist hier mein Ritze aus. Ich habe eine Glatze. Guck ich mich an. Yo. Gehen wir schon mal rüber, um zu nehmen, was ich brauche. Hoffentlich Stärke. Ja, sehr schön. Hab so. Wow, knapp. Das war fast mein Getränk. Na, komm, mein Raum schaut mir nicht. Doch, dann trink ich mal einen Schluck. Cheers. Gibt nichts Schöneres als ein warmen Kakao nach harter Arbeit und einem sehr kalten Morgen und allgemein kalten Temperaturen. Ich freue mich. Yo. Yo, Chris, herein! Punch! Sehr schön. Ich muss auch sagen, ich habe keine Zeit, das zu verstehen. Ich will nur kämpfen. Da ich sehr froh bin, dass ich schon damals mein Konto gemacht habe und instant einfach die Bestätigung bekommen habe, um über 15 Minuten aufzunehmen. War ja nach meinem, weiß ich nicht, vierten Video. Unter 30 auf jeden Fall, dass ich dann halt gleich die Bestätigung, Erlaubnis bekommen habe, über 15 Minuten aufzunehmen und hochzuladen. Das ist mir sehr gut zugute gekommen. Auch wenn ich verloren habe, liebe ich das Kämpfen. Ich dich auch, Baby, ich dich auch. Einfach, weil ich jetzt hier zum Beispiel noch einfach weiter dranhängen kann, weil ich will jetzt wirklich hier noch Rätselhaus nicht zu lange machen. Die anderen Sessions dann mache ich noch schnell dann fertig. Und dann soll es auch schon das gewesen sein. Dann sind wir mit dem Pokémon eigentlich so gut wie fertig. Es gibt zwar noch bestimmt ein paar Mini-Orte, die man so besichtigen kann. Doch, einen Ort zeige ich euch dann sogar noch ganz schnell. Auf jeden Fall, dass man den überhaupt schon besuchen kann. Nee, ich glaube erst nach dem Top 4. Leider. Egal. Hey, Felsen, wie diese räume ich mit den kleinen Finger aus dem Weg? Die Frage ist natürlich, ob ich noch nach dem Pokémon noch die ganzen Legendären und so fange. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, es ist halt eine Nuzlocke-Challenge. Wenn ich dann jetzt da spiele und mein Pokémon geht drauf und ich lasse sie dann noch dort, würde ich kacke finden und auch nur ein Pokémon, legendäre Pokémon zu fangen. Ich weiß nicht. Mal sehen. Eventuell auch nicht.
Ja, Mogelhieb muss der sein. Jojo, Christian, hau ihn zu Brei. Unglaublich lecker. Bam, 42. Wow. 5 KP, 4 Angriff ist heftig. Oh ja, also wenn Angriff fährt, kommt er gut auf Kato hinterher, aber Kato ist einfach ihm überlegen. Er ist auch schon ein paar Level höher, aber ihr wisst, was ich meine. Es hat Christian hier auch scheinen. Das ist ein großer Moment. Es dennoch, ich muss dennoch ehrlich sagen, es ist dumm, dass Peggy leider kurz vor Ende gestorben ist. Erstens, er macht sich den ganzen Tag fertig, der ekelhafte Hideo. Ich kann fest bewegen, aber ein Rätsel zu lösen ist mir zu schwer. Tja. Aber einfach weil Pegel war, also allgemein Logok, unglaublich schnell, unglaublich viel Angriff und einfach Feuerkampf. Das hätte in der Top-Liga bei den Top 4 wesentlich besser geholfen. Muss ich ehrlich sagen. So bam und bam und bam. Supreme! Jo. Das Rätselhaus wird immer verrätselter, komplizierter, oder? Nein. Das Ding hier ist auch so ganz angenehm, also immer so Zwischenzeit zu machen, damals als Kind fand ich total cool. Oh, ein Kapilz. Oh, Kapilz ist ein tolles Pokémon, das glaubt ihr nicht. Ist leider von manchen Werten her recht schwach und vor allem gerade auch in dem Let's Play von Chris ist das relativ, ja, schwach. Aber der liebe Spring wird nie aufgeben, er wird immer da sein. Und bam, fast 1000 Erfahrung. Nice. Na, wenn ich das hier Pokémon teilweise so viel bringt wie auf der Siegestraße, trotz ihres niedrigen Levels, ist schon cool. So, bam und bam und Supreme. Sie hat den geilen Code auf die Tür geschrieben. Rätselmeister ist cool. Doch, er ist schon cool. Einfach dieses Rätselhaus, das ist einfach eine abgefahrene Idee. Und das, man muss sich überlegen, so ein NPC macht sich immer die Mühe, das hier zu machen. Ist schon cool. Ah, Rauchball ist ein cooles Item. Hat eine coole Animation. Zeige ich euch eventuell mal bei Gelegenheit. Ich glaube, ich zeige es euch noch. Geht zum Pokémon Center und dann machen wir weiter. Kunde, dann geben wir mal schnell ein Item. Welches auch immer er gerade trägt. Rauchball. Hat eine coole Animation, ist halt zum Fliehen, dass man halt definitiv fliehen kann, selbst wenn man ein zu niedriges Level hat. Ist unglaublich praktisch, muss ich auch sagen, wenn man zum Beispiel einen Low-Level-Run macht und man hat den Rauchball. Das ist sehr praktisch, wenn man dann halt wild Pokémon begegnet, die man und die dann nicht fliehen lassen würde. Also für sowas hat es echt schon gut Potenzial. Boah, Low-Level-Run, wie willst du das bitte gestalten? So, dann machen wir es mal schnell. Whee! Oh, gleich ist es sogar gekommen. Cool. Der graue Altron, der mich bis mal in der Nebenseite verfolgt. Yo, Chris! Hawaii! Nein. Flucht. Like an Inter. Durch Einsatz von Rauchball. Coole Sache, coole Sache. Aber braucht an sich nicht. Da gebe ich ihm doch lieber wieder das andere Item. Geben. Lass raus, senke ihn euch jetzt gehen. Das ist wie Blendpuder. Ein sehr nerviges Item. Auch wenn es bis dato wenig Wirkung gezeigt hat, muss ich sagen. Ist auch nicht so viel, wie es gesenkt wird, aber. Und Gegner haben sowieso eine bessere Trefferrate als wir, Spieler. Und viel mehr Crit-Rate und mit Status-Effekten, dass sie schneller aufwachen. Also ich hatte da schon mehr Pech. Einen Moment, bitte, einen Moment. Jo, so ist auch schnell zurück. So, dann sind gleich fertig. Das ist ein kurzes Päuschen, dann sehen wir uns gleich wieder, meine lieben Freunde. Da hätte ich auch das Spiel langsam am Ende zu. Ist schon echt schade, wenn man denkt, wie lange es jetzt schon geht. 5 Monate fast. Traurig, traurig. Egal, das war's für den Part. Das war's mit Pokémon Astro für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.